Meister Monterk bat dich, Hengste für das Bichou-Anwesen zu beschaffen? Wow! Den Göttern. Was für feine Hengste. Wer schickt denn so ein Präsent? Monterk. Ja, diese Pferde sind definitiv von ihm. Viele Ritter Lutheras verteidigten gemeinsam mit mir das Grab des Königs. Ihre Seelen durchdrangen meine Tonsoldaten und werden an meiner Seite die Zeitalter überdauern. Wir müssen den glorreichen König Lutheras beschützen. Das Gleiche gilt für die Macht der Schöpfung, die er ausübt. Der einst, wenn das Heldenlied über dem Land erklingt, wird die Legende wiedergeboren. Die Sonne verbeugt sich, die Ruhestätte des Königs.
Dies ist die Bibliothek von Thermia. Sei bitte leise. Du hast die Zeichen gesehen. Nahuns Tonsoldaten. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Du bist zurück. Ich kenne einen ähnlichen Vers. Tolles Wetter, was? Wo willst du hin? Ich hätte das Dorf in Brand gesetzt. Verfluchte Narren! Die Pocken sollen sie holen. Die Welt. Ich werde fernbleiben. La 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 la. Lass mich mal sehen. Ah. Dieses Lied ist recht alt. Die sieben Sterne, die wir die Sternenboten nennen, leuchten hell am Nachthimmel. Während sie in alle Ewigkeit über uns wachen, teilen sie ihr Licht mit uns. Aber der größte Stern hat Arcesia verlassen, um unser ewiger König zu werden.
La 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 la. Und hast du sie dir angesehen? Mm-hmm.